Das Dreieck ist in vielerlei Hinsicht die grundlegende Form in der Existenz. Die integrierteste Form ist ein Dreieck. Bevor all diese Materialien aufkamen, wie Beton und Stahl und all diese Dinge, sogar jetzt in den Vereinigten Staaten, denke ich, hat jedes Haus ein dreieckiges Dach, nicht wahr? In Indien haben wir uns alle für Flachdächer entschieden, weil sie Betondächer verwenden und das Wetter ein Flachdach zulässt. Hier hat also immer noch fast jedes Haus ein dreieckiges Dach. Warum ein Dreieck? Mit minimalem Material kommt maximale Festigkeit nur von einem Dreieck. Müsste man eine andere Form mit der gleichen Festigkeit herstellen, würde man sehr viel mehr Material benötigen. Die Materialstärke muss erhöht werden. Aber in der Form eines Dreiecks kann man mit sehr wenig Material maximale Festigkeit erreichen. Wenn man einem also immer irgendwo auf der Welt zwei Holzstücke gibt, die Erde als Basis genommen, hat man eine Behausung. Es geht hier also nicht nur um die Behausungen, die du baust. Sogar die göttliche Hand, sogar die Hand des Schöpfers, wählte ein Dreieck, um die Grundform in dir und außerhalb von dir zu bauen. Betrachtet man eine beliebige molekulare Struktur, so ist sie in vielerlei Hinsicht eine komplexe Anordnung von Dreiecken. Gleichermaßen, wenn du den menschlichen Körper auf einer anderen Ebene betrachtest, wirst du sehen, dass es etwas gibt, das als Energiekörper bezeichnet wird. Die Energie bewegt sich und arbeitet im Körper auf eine bestimmte Weise. Im Yoga gibt es ein ganzes Verständnis und eine bestimmte Art und Weise zu erfahren, wie die Energie in deinem System funktioniert. Wenn du dem mit Bewusstheit nachgehst, wenn du siehst, wie dein System aufgebaut ist, wirst du feststellen, dass die grundlegendste Form in deinem Körper ein Dreieck ist. Alle Nadis treffen sich in Form von Dreiecken. Was wir als Chakren bezeichnen, sind eigentlich Dreiecke. Die Nadis treffen sich immer in der Form von Dreiecken. Wir nennen sie Chakren, weil sie Bewegung symbolisieren. Das orangefarbene Dreieck mit einem Kreis darum ist also das Ajna Chakra. Das Chakra der Erleuchtung und des Wissens und der Kenntnisse und Wahrnehmung. Denn Yoga ist die Wissenschaft der Wahrnehmung. Yoga ist die Wissenschaft der ultimativen Wahrnehmung. Deshalb verwendet Isha-Yoga das Symbol der ultimativen Wahrnehmung, ein orangefarbenes Dreieck mit einem Kreis. Und wenn du gesehen hast, was als Yantras bezeichnet wird, in Südindien gibt es viele Yantras. Hast du das gesehen? Die Sri-Chakras und solche Dinge. Yantra bedeutet, dass es wiederum eine Energieform ist. Wenn man bestimmte Formen erschafft, haben sie eine gewisse Menge an Energie. Sie können eine gewisse Menge an Energie speichern. Alle Yantras sind immer mit Dreiecken aufgebaut. Sie sind eine komplexe Formation von Dreiecken, weil das die Art ist, wie das Energiesystem deines Körpers aufgebaut ist. Das ist die Art und Weise, wie in vielerlei Hinsicht die grundlegenden Aspekte der Existenz geschehen sind. Deshalb ein Dreieck.